Liebe Vogelfreunde, heute ist der 19.03.2019. Um über den Tellerrand mal hinwegzusehen, habe ich mich mal auf den Weg gemacht, um einen Züchterbesuch zu machen. Den Züchter, den ich heute besuche, er ist ein bekannter Vogelzüchter, er ist ein bekannter Preisrichter und insbesondere ist er ein bekannter Vogelbuchautor. Ich begrüße und bedanke mich dafür, dass er mich heute hier empfängt in seiner Vogelzucht, Norbert Schramm aus Dresden. Hallo Norbert. Hallo. Ich grüße alle, die das sehen und heiße Sie herzlich willkommen in meiner Züchterstube, wo nun um diese Zeit auch die ersten Eier gelegt worden sind. Und die Weibchen brüten, nicht alle, eins brütet nicht, aber so ist es halt in der Vogelzucht. Man hat immer mal das eine oder andere Problem zu beherrschen oder herauszufinden, woran es liegt. Das macht das Ganze spannend. Welche Arten züchtest du denn, Norbert? Ich habe hauptsächlich Farbenkanarien, und zwar in der Farbe Gelb Saliné und Gelb Isabelle. Die wollen wir uns kurz mal ansehen. Ja, hier drin sind zwei Saliné-Vögel. Das Weibchen, wie man sieht, sitzt auf den Eiern und das Männchen sitzt da oben auf der Stange. Und bewacht das Weibchen. Gut gemacht, das Weibchen, ja, ja. So, dann gucken wir mal eine Box tiefer. Hier sehen wir, hier liegen schon vier Eier. Hier ist das Pärchen zusammengestellt aus einem Isabelle. Männchen und einem Saliné-Weibchen. Das Saliné-Weibchen ist das obere hier und das ist der Isabellvogel, von dem du sprichst. Ja, Saliné ist eine weitere Verdünnungsform von Isabelle. Ist also, wenn man so möchte, doppelt verdünnt. Und diese doppelt verdünnten haben leicht rote Augen, was es manchmal etwas schwieriger macht, die Jungen großzuziehen, weil die Weibchen die Vögel mit den dunklen Augen bevorzugen im Nest. Deswegen nehme ich die Eier am Legetag weg, das Ei, was gelegt worden ist, und tausche es gegen ein Plastei um. Und wenn dann vier Eier gelegt worden sind, kriegen sie wieder ihre Originaleier. Und so ist die Gewähr gegeben, dass alle Jungvögel an einem Tag schlüpfen. Dann sag mir doch mal, Norbert, ich habe gehört, dass bei Saliné-Vögeln, die ja, wie du selbst sagst, vielleicht nicht ganz so stark gefüttert werden wie vielleicht ein Isabellvogel, weil der einfach dunkler ist und mehr auffällt. Ist es richtig, dass man die Küken am Pflaum etwas schwarz markiert, damit die vielleicht doch besser gefüttert werden? Diese Erfahrung habe ich gemacht. Die ist positiv, einen mit einem Filzschreiber oder einem anderen schwarzen Klecks auf dem Kopf. Edding dürfen wir ja nicht sagen, das ist nämlich Werbung, ne? Ach so, ja, ja. Nein, also es darf auch nicht so hart sein, es muss also eine weiche Spitze sein, sonst verletzt man den Vogel. Ja. Muss also leicht den Pflaumen ein bisschen schwarz angemalt und dann haben die Weibchen eigentlich keine Probleme damit, das den rotäugigen Vögel zu füttern. Okay, dann ist der nicht gleich im Nachteil. Hier haben wir noch so ein Pärchen, wie du es gerade gesagt hast. Ist richtig? Jawohl, das ist aber andersrum. Dort ist das Weibchen, das Isabelle. Ja, also was oben sitzt? Nee, das Weibchen sitzt im Nest. Im Nest. Und ja, der obere Vogel ist ein intensiver Saliné-Männchen. Intensives Saliné-Männchen. Okay, dann gehen wir noch mal eins weiter. Hier ist das Männchen, der Saliné-Vogel. Sitzt gerade unten und der das hier? Weibchen ist oben das Isabelle, der Isabellvogel. Ja. Haben die denn schon Eier gelegt? Nein, die haben noch keine gelegt. Das Weibchen möchte unbedingt ein Badehäuschen Nest bauen ins Wasser. Oh, da könnte es ja feucht werden. Ich habe das Badehaus weggenommen ein paar Tage und später wieder drangehangen, dasselbe Problem. Deswegen gibt es hier als einziges bei den Pärchen ein Außennest. Ja. In der Hoffnung, dass es jetzt annimmt. Ja. Macht es denn Sinn, wenn man die Henne beim Nestbau unterstützen will, dass man Nestmaterial in dieses Nest verbringt, damit sie es dann vielleicht besser versteht, da reinzubauen? Ich
legt da immer noch ein bisschen was rein, wenn sie gerade zu zögerlich sind. Aber im Prinzip braucht man das nicht. Die finden schon ihre Stelle, wo sie bauen können. Okay. Also es macht keinen Sinn, mal ein Nest komplett fertig zu machen, dass sie im Prinzip nur noch das Ei reinlegen braucht. Ja, es gibt ja Weibchen, die bauen sehr wunderschöne Nester, also glatt und dicht und so wie es sein soll. Und dann gibt es welche, die legen drei Halme rein und sagen, das war's. Ja. Und dann könnte man dann schon mal ein altes Nest oder älteres Nest, was frisch gebaut, also was gebaut worden ist von den Vögeln vom vergangenen Jahr oder so, was nie benutzt worden ist, das hänge ich dann rein. Die hebe ich mir eigentlich immer auf für solche Fälle. Ja. Manchmal wird auch eins stark verschmutzt, so hat man immer was zum Austauschen. Okay. Oder man dreht es dann mit einem Stopfei, so mache ich es, und dreht dann ein Nest. Aber das wird nicht so dicht und schön, wie das die Kanarien selber machen können. Okay. Was ist denn mit dem Pärchen hier? Oh, hier sind schon Eier. Sieht ja, nach befruchteten Eiern schon aus, wenn ich da so reingucke. Die haben alle schon Eier gelegt. Also wie gesagt, das eine Weibchen dort irgendwas im Badehaus im Nest bauen will. Ja. Hier sehe ich zum Beispiel das, was du gerade eben gesagt hast, das sind ja hier Kunsteier. Das sind zwei Kunststoffeier, jawohl. Ja. Die hat also heute ihr zweites eingelegt. Und in zwei Tagen wird das vierte Ei gelegt sein und dann schauen sich die wieder aus wie die Originaleier. Ja. Dann drehe ich mich mal kurz um. Was haben wir denn hier? Das sind doch Positurkanarienvögel, oder? Das sind Positurkanarienvögel der Rasse Lancashire. Aha. Sollen die größten Kanarien sein, die es gibt. 23 cm verlangt der Standard. Also größer als die Yorkshire? Größer als die Yorkshire. Die Yorkshire sind nur 17 cm groß. Mhm. Da muss also noch einiges dazulegen, der Lancashire. Diese Vögel haben die Größe noch nicht. Ja. Ich muss aber dazu sagen, dass es auch äußerst schwierig ist, auf 23 cm zu kommen. Diese Vögel in der Größe sieht man wirklich äußerst selten. Aber 20 cm sollte es schon haben. Ja, ist ja auch ein Hauptvogel dabei, der sieht aus wie der Hahn, weil er sich so streckt und reckt und sich nach oben stellt. Richtig beobachtet, der Hahn ist der Hauptvogel in dem Fall. Ja. Und schon stark. Der Glattkopfpartner ist dann demzufolge das Weibchen. Ja. Verpaart ja immer einen Haubenvogel mit dem Glattkopfpartner. Ja. Weil ansonsten, wenn man Haube mal Haube verpaart, werden 25% der Jungvögel im Ei schon absterben. Und das ist eine tierschutzwidrig und deswegen. Also ist das dieser Letalfaktor? Das ist ein Letalfaktor. Ah ja. Und wie ist das mit der Haube? Dieser Haubenvogel hier, der hat ja so eine sogenannte Grizzle-Haube, wie ich sie auch bei den Glostern bei mir habe. Ja, das ist bei dem Lancashire noch toleriert. Aha. Sie sollen eigentlich ohne Melanin sein, komplett am ganzen, Gefieder. Also Melanin ist das, was dunkel ist? Dunkle Farbstoff, ja. Ja. Mhm. Aber also eine Grizzle-Haube oder auch eine dunklere Haube wird beim Lancashire toleriert. Ja. Sie darf aber an keiner, also der Vogel darf an keiner anderen Stelle auch noch schwarze Flecken haben. Aha. Mhm. Dann ist es ein Ausschlussgrund auf Ausstellungen. Ja. Und ja, da muss man drauf achten. Wie verhält es sich denn mit der Zucht mit dieser Rasse? Ich meine, das sind ja sehr, sehr große Tiere. Und ja, sag doch mal, ist es einfach die Zucht? Ist es schwer die Zucht? Ich sehe die Vögel relativ selten auf Ausstellungen. Die Vögel haben oftmals einen, wie sagt man, einen Nachteil, dass sie nicht selber brüten sollen, wenn sie zu groß und wuchtig sind. Ja. Das soll wohl vorkommen. Ich habe vor einigen Jahren schon welche gehabt. Mir ist das nie passiert. Also meine Vögel haben immer selbst gebrütet und die Jungen aufgezogen. Das ist ja gut. Ich hatte da absolut keine Schwierigkeiten. Mit der Eianzahl ist es manchmal etwas weniger. Also ein Farbkanarienvogel legt 5 Eier, oftmals auch 6. Ja. Bei denen muss man mit 3 oder 4 Eiern, ist es auch noch normal. Aha, okay. Ich weiß ja, dass du neben den Positurkanarien und den Farbkanarien züchtest du ja auch noch sogenannte Cardioliden. Was hat es denn damit auf sich? Cardioliden habe ich immer mal mit im Stall, das wechselt immer wieder. Ich habe also einheimische Cardioliden, also Zeissig, Stieglitz, Dompfaff. Also europäische? Europäische, ja. Gezüchtet. Ich habe auch oftmals fremdländische Cardioliden, wie jetzt derzeit. Ja, die was sind, hast du denn da jetzt? Die sind in einem anderen Zuchtraum. Das sind Gelbbauchgerlitze aus, ja, Südafrika.
Ja, die sitzen im Moment auf Eier, alle zusammen, und ich hoffe, dass sie auch ein paar Junge zustande bringen. Das ist dort ziemlich schwierig, da gibt es also keine Kontinuität drin. Befruchtete Eier und geschlüpfte Jungvögel sind noch lange kein Zuchterfolg. Aha. Dort kann es also schon passieren, dass die Jungen rausgeworfen werden und nicht gefüttert werden nach 3-4 Tagen oder so. Also da gibt es immer mal wieder größere Schwierigkeiten, aber das macht es gerade spannend. Ja. Bei den Gelbbauchzeisien ist es da nicht so, dass es ähnlich ist wie bei den Mosambikzeisien, dass die normal, was bei uns jetzt der Herbst ist, dass die da zur Zucht gehen, weil ja in Afrika im Prinzip im Afrika Herbst ist ja jetzt schon Herbst eigentlich, ja, wenn ja bei uns der Frühling antrifft. Ich habe sie deswegen schon im Anfang Januar reingenommen und siehe da, sie haben auch schon die ersten Eier gelegt. Ja. Das ging also relativ schnell los, aber sie waren alle unbefruchtet. Ah ja, gut, dann geht es in die zweite Runde. Jetzt ist die zweite Runde da und es sieht gar nicht mal so hoffnungslos aus im Moment. Ja. Eianzahl und sehen doch relativ dunkel aus. Ja. In 10 Tagen müssten die ersten möglicherweise schlüpfen. Ja. Ich hoffe es, man kann nur hoffen. Und ja, die Gürlitze sind ja nahe verwandt mit den Kanarienvögeln, lassen sich auch kreuzen, was ich nicht mache. Ja. Aber es, trotzdem sind diese Mischlinge wunderbare Vögel, sehen dem Gelbbach-Gürlitz ziemlich ähnlich. Ja. Und kriegen auf Meisterschaften oft hohe Punktzahlen. Ja. Norbert, in meiner Anmoderation habe ich ja erwähnt, dass du ein bekannter Vogelbuchautor bist. Bitte erzähl uns doch ein bisschen was zu deinen Büchern, die du bis jetzt auf den Markt gebracht hast, auf den deutschen. Ja, ich bin seit mehr als 40 Jahren aktiver Vogelzüchter und habe in unserem altehrwürdigen Verein, Dresdner Verein, 1880, Kanarienzüchterverein, 1880 gegründet, einer der ältesten Vereine in Deutschland überhaupt. Ja. Dort habe ich also sehr viele alte, hervorragende Gesangskanarienzüchter kennengelernt. Vor der Zeit, also in 60er, 70er Jahren, gab es ja fast nur Gesangskanarienzüchter in dem Verein und nur wenig Farbkanarienzüchter. Und aufgrund dieser vielen Erfahrungen, die ich selbst gesammelt habe und von anderen, die übermittelt bekommen habe, habe ich gedacht, das muss man doch mal niederschreiben. Und habe immer wieder mal Artikel geschrieben oder für mich was aufgeschrieben, bis da die Sammlung relativ groß wurde. Und ja, auf dem deutschen Büchermarkt gibt es also über Kanarienvögel sehr wenig Fachliteratur. Es gibt zwar schöne kleine Heftchen, bunt bebildert für den Hausgebrauch, für jemanden, der zu Hause zwei Vögel hält oder so. Da ist es ausreichend, aber ein Fachbuch für den Züchter gab es noch nicht. Und da habe ich mich hingesetzt und habe ein Buch geschrieben. Das erste Buch hieß die Farbenkanarien, weil ich auch Farbenkanarienzüchter bin. Das ist auch mittlerweile vergriffen. Wann hast du denn das auf den Markt gebracht, dieses erste Buch? 1996 oder so in der Dreh, das weiß ich schon gar nicht mehr genau. Ja, also schon länger her. Ja, ja. Und 10 Jahre später habe ich festgestellt, es gibt also unheimlich viele Fortschritte innerhalb von diesen 10 Jahren. Und habe deswegen Bücher nochmal aufgelegt, allerdings nur in 2 Bänden. Das erste Band zeige ich dir. Es ist also, nennt sich Kompendium Kanarienvögel. Kompendium deshalb, weil man auch in so einem Werk nicht alles niederschreiben kann, was ein Vogelzüchter weiß und kennt. Also eine komprimierte Aussage. Trotzdem sind es im Moment 2 Bände geworden. Der dritte ist in Planung. Der erste Band handelt über die Geschichte der Kanarienvögelzucht, also Beginn von Kanarischen Inseln, Import nach Spanien. Viel über Haltung. Wie halte ich die Kanarien? Krankheiten werden erwähnt und die erste Behandlung, die man durchführen kann. Dann wird das Zuchtgeschehen, wie ich es heute etwas angedeutet habe, geschildert. Und der spezielle Teil handelt dann über die 3 Gesangskanarienrassen, die es in Deutschland hauptsächlich gibt, also den Harzer Edelroller, den Temprato und den belgischen Wasserschläger. Die werden dann also am Ende dann behandelt. Auch die Gesangsausbildung, die ja mir bekannt war aus der alten Zeit des Vereins Dresden 1880. Hier ist also zum Beispiel über den Temprado etwas über die Geschichte drin. Die Gesangsstrophen werden erklärt. Ist nebenbei gesagt ein fantastisch singender Vogel. Ursprünglich hitzig, wie die Spanier so sind. Ja, und weiter vorne, wie gesagt, dann über die Krankheiten
hier die Rotbäuchigkeit mal ein Foto dran und so und auch wie man die behandeln kann. Wie sieht es denn mit Bebilderung aus? Die Bebilderung ist ja für ein Fachbuch ausreichend. Es ist kein Bilderbuch, ja, aber es ist unterstützt den Text da drin und ich habe versucht, so viele Bilder als möglich reinzunehmen. Da das im Eigenverlag bedruckt wird, ist jede Farbseite sehr teuer, ja, sodass man also den Aufwand und Nutzen abwägen muss und auch die Bilderanzahl dann entsprechend beschränken muss. Also hier ist zum Beispiel was über Pferdebau, wie die Felder aufgebaut ist, wie sie gefärbt ist, durch solche Dinge. Ja, ist also ein Querschnitt über die Grundlagen der Vogelzucht im Allgemeinen, speziell hier in dem Falle über die Kanarien. So, und das ist dein zweites Buch, was das du auf den Markt gebracht hast. Das ist der zweite Band von diesem Kompendium. Ja. Weil in einem Band wäre das Buch sehr dick und groß geworden. Das wäre also sehr unhandlich und vielleicht interessiert sich der eine mehr für die Farbenvögel und die andere mehr für die Gesangsvögel. Deswegen also zweigeteilt. Der dritte Band logischerweise müsste dann noch über Prozedurkanäuen geschrieben werden. In dem Fall ist es hier Grundlagen der Genetik. In der Mitte sehe ich ja im Prinzip die Maske von einem Stieglitz, oder? Das ist ein Mischling in dem Fall, ein Sturmschaft-Stieglitz-Mischling. Das ist ein Farbkanarienvogel in braun-rot-Mosaik und ein normaler Rotvogel. Ist also der Querschnitt hier oben in den Bildern schon enthalten, welche Themen in dem Buch beschrieben sind. Es geht also wie gesagt um die Genetik, über die Chromosomen und Vererbung, dominante, rezessive Vererbung etc. kann man hier nachlesen. Das ist was zum Studieren, nicht zum Lesen in dem Sinn. Aber immer wenn man mal eine Frage hat oder ein Problem hat, kann man das Buch zur Hand nehmen und nochmal nachschauen. Man muss sich das ja nicht alles auf einmal merken. Dann haben wir hier über die Gefiederfärbung. Wie kommt eine Färbung zustande des Gefieders? Ist ein relativ umfangreicher Abschnitt, weil ja Farbkanarienzucht sehr wichtig ist, zu wissen, wie die Farben entstehen und wie sie auch vererbt werden. Dann haben wir noch das Kapitel. Ja, und dann kommen die einzelnen Beschreibungen der Vögel, die wir also haben, angefangen von den aufgehellt roten, weißen und gelben, bis hin dann zu den Melaninvögeln, die also Dunkelfarbstoffe im Gefieder haben. Da wird jede im Moment standardisierte Farbe geschrieben, alle mit Bildern versehen. Sie können also das alles anschauen. Bei jeder Rasse oder bei jedem Farbschlag ist auch ein klein wenig Geschichte dabei. Wie ist er entstanden, wann ist er entstanden und wo. Und zu guter Letzt, hinten im Anhang oder im letzten Teil, besser gesagt, wird dann auch noch über die Mischlingsvögel gesprochen. Also die Kreuzung zwischen Kanarienvögel und Wildvögel oder auch zwischen Wildvögeln untereinander. Das ist also eine sehr beliebte Zuchtrichtung, die im Deutschen Kanarienzüchterbund auch gewürdigt und geehrt wird. Und da ist also der letzte Teil des Buches, handelt über diese Zucht. Norbert, du bist ja Mitglied der Technischen Kommission des Deutschen Kanarienbundes. Da bist du natürlich dann prädestiniert, denke ich mal, dafür, solche zwei Bücher geschrieben zu haben. Norbert, ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass wir alle uns deine Zucht mal ansehen konnten. Und wir grüßen deine Frau. Vielen Dank. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.